Alles Gute zum neuen Jahr. Ganz kurze paar Worte oder für die Zeit, in der wir leben. Durch den Druck, den die Corona-Zeit auf uns gemacht hat, bin ich als Lehrer irgendwie ja gehalten worden, mich auf der physischen Ebene lange aufzuhalten. Oder und mich zu kümmern um Maßnahmen und Gegenmaßnahmen und wie wir damit umgehen, was uns aufgezwungen wurde und was ein bisschen zu kurz gekommen ist, oder ist unsere Weiterentwicklung unserer psychologischen Arbeit. Und denk dran, ich weiß von diesem Prinzip, das heißt in der Philosophie Downward Causation, das heißt, alles, was man auf einer höheren Ebene lösen kann, findet seinen Effekt auf die tieferen Ebenen. Und aber nicht umgekehrt. Das heißt, wenn ich auf der physischen Ebene was löse, hat es einen sehr schwachen Effekt auf die höheren Ebenen. Aber wenn ich weiter oben was löse, einen sehr viel stärkeren Effekt auf die unteren Ebenen. Und habe mich entschieden, wieder ein bisschen mehr zu machen dieses Jahr. Und fange an mit einem Aufstellungsseminar jetzt im Januar in Stuttgart, wo ich meine Verbindung zeigen möchte, wie wir ART im Rahmen der Aufstellungsarbeit verwenden können, um die Ergebnisse noch präziser und besser zu machen und relevanter zu machen. Und viele von uns haben das Beten wieder entdeckt und haben so einen Rutsch gemacht Richtung Religiosität, den ich sehr, sehr begrüße und sehr schön finde. Und die eigentliche Arbeit auf dieser Ebene beginnt jetzt, denn die Art, wie wir beten und wie wir uns zum Göttlichen zuwenden. Und es gehört natürlich für uns, ist die Arbeit auf der vierten Ebene, die, wenn sie erfolgreich gemacht wird, einen Rieseneffekt hat auf alle unteren Ebenen. Und was ganz Besonderes ist, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, es ist ganz billig. Oder da wird kein Geld verbraucht, sondern auf der Ebene ist fast alles zugänglich und umsonst. So, und jetzt zum Schluss meiner kleinen Ansprache hier. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Gesundheit, dass ihr gut über den Winter kommt, dass es keine Lockdown-Versuche mehr gibt, dass es kein Verspritzen von tödlichen Mitteln geben wird, so wie viele Insider befürchten. Sondern dass der Winter einigermaßen sanft, ja, dass ihr da sanft durchkommt mit guten Schneeverhältnissen auf den Bergen und die von euch sich leisten können, einen schönen Urlaub am Meer. Ich habe diesen schönen Hintergrund mir ausgesucht, diesmal für meinen Talk, weil jetzt Winter ist, um euch zu erinnern, dass nach jedem Winter auch wieder ein Sommer kommt. Erstmal ein Frühling und dann der Sommer. Und freue mich drauf, mit euch weiterzuarbeiten. Ja, alles Gute für 2024. Viel Gesundheit, Glück, Freude und Anbindung an eine Gemeinschaft von Leuten, die euch lieben. Tschüss.